Und zugeschaltet ist mir jetzt Marco Reinke aus dem Bundestag. Marco, der Wirtschaftsminister will diese Verkaufspläne jetzt prüfen. Auf welcher Rechtsgrundlage? Naja, man versucht da jetzt noch einmal den Finger, sage ich mal, auf diesem Verkauf doch noch drauf zu behalten. Aber viele rechtliche Handhaben hat man da am Ende nicht. Und so bleibt natürlich die Sorge groß, dass hier ein Traditionsunternehmen möglicherweise dann am Ende aus Deutschland von einem internationalen Konzern abgezogen werden könnte. Und über diesen Verkauf möchte ich jetzt noch einmal sprechen. Bei mir ist Ralf Brinkhaus von der CDU. Ich grüße Sie ganz recht herzlich. Hallo. Wenn wir jetzt auf diesen Verkauf schauen, das ist ja doch schon etwas ungewöhnlich. Wir haben erst vor wenigen Tagen die Entscheidung zur sogenannten Wärmewende gehabt und jetzt wird ein solches Unternehmen für einen Milliardenbetrag verkauft. Welches Signal sehen Sie in diesem Verkauf? Naja, das ist für uns als Politik ein Weckruf. Also Wärmepumpen sind Clean Technology, das sind Schlüsseltechnologien für die Energiewende. Und wir haben uns eigentlich vorgenommen, dass diese Technologien in Europa bleiben sollen. Jetzt muss man schauen, was aus dem Viessmann-Deal wird. Aber es ist ein Alarmzeichen für uns und es gilt jetzt nicht nur zu prüfen, sondern auch zu handeln. Robert Habeck hat ja eine Prüfung angekündigt. Sehen Sie da noch eine Chance, dass man da irgendwas verhindern kann oder an irgendwelchen Stellschrauben noch drehen kann? Also da sind wir ja alle viel zu wenig drin und im Übrigen ist es auch nicht zu kritisieren, was die Familie Viessmann macht. Das ist eine Entscheidung, die die getroffen haben, die wir zu respektieren haben. Aber wir müssen uns als Politiker fragen, haben wir die richtigen Rahmenbedingungen, damit erneuerbare Energien, damit die Technologien für erneuerbare Energien auch erfolgreich in Deutschland sein können, aus Deutschland finanziert werden und in deutschen oder europäischen Eigentumsstrukturen sind. Dann stelle ich die Frage mal an Sie zurück. Haben wir denn die richtigen Rahmenbedingungen in Deutschland oder wo muss vielleicht was verändert werden? Ja, also wir müssen uns ganz generell den Standort anschauen. Viessmann hat zwar gesagt, ja, wir erhalten den Standort, aber da muss man sehen, was da langfristig raus wird. Viele Wärmepumpenfabriken entstehen eben nicht in Deutschland. Wir haben hohe Lohnkosten, wir haben hohe Steuern, wir haben eine hohe Bürokratie. Das heißt, da müssen wir ran. Und die andere Sache ist, wie finanzieren wir auch gerade diese großen mittelständischen Unternehmen, die ja zum Beispiel im Bereich Wärmepumpen im Wettbewerb mit den ganz großen Konzernen in den Vereinigten Staaten, aber auch in Asien stehen. Und alle von uns in der Politik wollen nicht, dass sich das wiederholt, was sich mit der Photovoltaik im letzten Jahrzehnt ereignet hat, dass eine gute Industrie aufgrund von stärkeren Wettbewerbern, aufgrund von schlechteren Rahmenbedingungen hier in Deutschland dann anders orientiert hat. Jetzt ist es ja so, dass, wenn wir mal auf die Wärmepumpen schauen, das ja eine Technologie ist, die jetzt relativ plötzlich extrem in den Fokus gerückt wurde. Hat man da den Mittelstand vielleicht auch überfordert mit dieser Entscheidung? Also erstmal ist es ja ein tolles Zeichen, dass also ein ausländischer Investor sagt, Mensch, ich bin bereit, ganz, ganz viel in diesen Markt hinein zu investieren und in diese Technologie hinein zu investieren. Das ist erstmal gut, aber Sie haben absolut recht, wir haben mittelständische Strukturen in Deutschland und für schnelles Wachstum sind Konzerne dann finanziell und von den Ressourcen besser geeignet. Und deswegen geht es nicht nur um wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen, was ich eben gesagt habe, wie beispielsweise Steuern, sondern es geht auch um Finanzierungsmöglichkeiten und es geht um eine industriepolitische Gesamtstrategie, die wir in Europa brauchen. Die Europäische Union ist da gut unterwegs. Die haben einen Net Zero Industry Act auf den Weg gebracht oder bringen das auf den Weg. Aber jetzt müssen wir hier in Deutschland auch handeln. Wir brauchen eine Industriepolitik für Clean Technologies. Wenn wir jetzt noch mal so ein bisschen in die Vergangenheit schauen, es hat ja zuletzt immer wieder auch Schritte von Unternehmen gegeben, jetzt nicht unbedingt Abverkäufe, aber zumindest Schritte von Unternehmen, die sich immer in Richtung Ausland bewegt haben. Haben wir in den letzten Jahren in Deutschland etwas falsch gemacht? Ist Deutschland unattraktiv für Unternehmen geworden? Ja, also wenn man den gesamten Kontext nimmt, also aus Steuern, aus Lohnkosten, aus Vorschriften und Bürokratie, dann müssen wir mehr tun. Da waren wir in der Vergangenheit gar nicht so schlecht in diesem Gesamtpaket. Wir sind zurückgefallen und insbesondere der Bereich Bürokratie, Genehmigungsverfahren, der macht uns momentan zu schaffen. Und deswegen geht es auch darum, wenn wir ein gutes Wettbewerbsumfeld schaffen wollen, dass wir auch die entsprechenden Rahmenbedingungen in den öffentlichen Verwaltungen setzen. Ralf Brinkhaus, vielen herzlichen Dank für das Gespräch und wir haben gehört, ein Weckruf nennt Ralf Brinkhaus diesen Abverkauf oder diesen Verkauf von Viessmann an einen US-Konzern und damit zurück zu euch ins Studio.